Und willkommen zu Tagesordnungspunkt 80. Das ist die Aktuelle Stunde. Auf Antrag der Fraktion der CDU Hessen soll Vorreiter bei der Entwicklung von Produkten von synthetischem Kerosin werden. Drucksache 20-1127. Ich darf erteilen das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der Christdemokraten, Michael Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Klimawandel und seine Folgen beschäftigen uns seit geraumer Zeit, nicht erst seit dem letzten Jahr, aber sie beschäftigen uns weltweit und natürlich auch hier in Hessen. Es gibt so gut wie keinen Lebensbereich, keinen Bereich der Wirtschaft, der nicht in irgendeiner Form mit den Folgen zu tun hat, vor Herausforderungen steht, sei es die Landwirtschaft, sei es die Industrie und sei es natürlich auch insbesondere der Verkehr und die Mobilität. Ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir diese Herausforderungen sachlich analysieren und auch kommunizieren, keine Hysterien verbreiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber mit dieser Kommunikation und der politischen Befassung erreichen, dass Menschen sich bewusst werden, dass wir vor vielen, jeder Einzelne auch vor vielen Veränderungen stehen. Wir haben heute den Top zur Aktuellen Stunde mit dieser Frage insofern beschäftigen wollen, weil wir glauben, dass im Bereich des Luftverkehrs, in dem Hessen nun eine besonders herausragende Rolle spielt, wir ebenfalls vor großen Herausforderungen stehen. Deswegen haben wir diese Aktuelle Stunde überschrieben mit dem Satz, wir wollen Vorreiter werden. Hessen soll Vorreiter werden bei der Entwicklung und Produktion synthetischen Kerosins. Ich sage gleich einmal, warum das, glaube ich, ein so wichtiger Punkt ist, bei dem es gar nicht nur um das Fliegen geht, sondern grundsätzlich um die Frage, wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Und will nur an dem Beispiel der Fliegerei deutlich machen. Ich glaube, wir müssen uns erst einmal auch bewusst werden, dass Fliegen nicht einfach nur Fliegen ist, weil die Leute gerne mit dem Flugzeug unterwegs sind, sicherlich auch zu Urlaubsdestinationen, sondern Fliegen ist ein wichtiger Teil von Mobilität global. Ein wichtiger Teil und teilweise eine wichtige Voraussetzung für weltweiten Handel, den man ja durchaus in seinen vielleicht auch teilweise exzessiven Entwicklungen kritisieren kann, aber von dem ich sage, ich möchte, dass diese Welt weiter miteinander Handel treibt, weil das bedeutet häufig, dass man, wenn man gute Geschäfte miteinander macht, auch friedlich miteinander umgeht und gerade auch weniger gut entwickelte Regionen dieser Welt Chancen haben, von diesem Handel zu profitieren. Wir haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Flugpassagieraufkommen von 4 Milliarden Menschen, die jedes Jahr im Flugzeug sitzen. Es gibt Prognosen, die sagen, dass sich diese Zahl in den nächsten 20 Jahren verdoppelt wird. Das heißt, wir stehen vor einer irren Herausforderung, weil nämlich in der Vergangenheit trotz aller Erfolge Kerosin einzusparen, es natürlich nicht gelungen ist, insgesamt den Ausstoß zu verringern. Er hat sich deutlich entkoppelt vom Wachstum der Passagierzahlen und der Flugbewegungen. Wir sind bei mittlerweile Maschinen, die im Schnitt 3,5 Liter pro 100 Passagierkilometer brauchen, im Vergleich zu noch vor 1990 6,5 Liter. Das ist fast eine Halbierung. Aber wir werden eines feststellen, wir werden nicht umhinkommen, die Entwicklung, die weitere Entwicklung vom Kerosinverbrauch der heutigen Form zu entkoppeln. Deswegen steht mit sogenannten Lösungen, mit technischen Lösungen, und darüber möchte ich gerne in kurzen Sätzen reden, in dem Bereich eine Lösung jedenfalls als Möglichkeit im Raum, von der ich vor 3 Jahren überhaupt nichts gewusst habe. Ich habe vor einigen Jahren noch, wenn es um die Fliegerei ging, gedacht, das wird sich nie verhindern lassen, dass wir dort Kerosin verbrauchen und CO2 produzieren. Mit Power to Liquid, einer möglichen Form, synthetisches Kerosin herzustellen, stehen wir vor der großen Chance, aber auch den Herausforderungen, völlig neue Wege zu gehen und am Ende zu klimaneutralem Fliegen zu kommen. Wer hätte das gedacht? Und da wir in Hessen ein so maßgeblicher Standort der Luftverkehrsindustrie und Wirtschaft sind, sind wir aus meiner Sicht auch maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir solche Wege vorantreiben. Wir haben im Koalitionsvertrag, das haben Sie möglicherweise gelesen, uns dort klar positioniert. Wir wollen ein Kompetenzzentrum für Klima- und Lärmschutz im Bereich des Luftverkehrs, und wir wollen Power-to-Liquid-Pilotanlagen fördern, von denen es bereits die ersten gibt. Übrigens, die Lufthansa ist allen voran, was die weltweiten großen Airlines anbelangt, diejenige Airline, die dort am meisten investiert, schon eine Reihe von Erfahrungen, beispielsweise mit Biokraftstoffen, ebenfalls synthetisch hergestellten Kraftstoffen, in den letzten Jahren gemacht hat. Und was uns am Ende des Tages und mich am Ende des Tages zu der Erwartung führt, ja, wir stehen bei Klimaschutz vor wirklich großen Herausforderungen.
Aber ich finde es total spannend, dass wir Antworten geben, die nicht nur Verbote und Beschränkungen heißen. Ja, das kann es auch geben. Wir reden darüber, dass wir Kurzstrecke, wenn es geht, auf die Schiene bringen, da, wo noch nicht geschehen. Aber dass wir die Chance haben, natürlich unser Verhalten zu ändern, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dahin kommen, dass wir uns eher mit den Chancen technischer Lösungen und Innovationen beschäftigen und diese vorantreiben. Da sehe ich gerade in dem Bereich mit unserer Forschungslandschaft, wie wir sie in Hessen haben, mit der Bezugnahme auf diesen wichtigen Luftverkehrsstandort und vor allen Dingen die hochmotivierte Landesregierung riesengroße Chancen, dort große Schritte voranzukommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Abg. Dr. Naas. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind der CDU dankbar, dass Sie dieses Thema aufgerufen haben, und wir möchten Ihnen zustimmen. Ja, auch wir wollen, dass synthetisches Kerosin in Hessen hergestellt wird und dass Hessen ein Technologiestandort auf diesem Gebiet wird und dann auch bleibt. Wir glauben, dass uns Freiheit dazu inspiriert, neue Technologien zu entwickeln und auch zu mehr Klimaschutz zu kommen. Nicht Verbote sind die Lösung in der Klimafrage, sondern Forschung, Entwicklung und Technologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen haben wir auch nicht den Verbrennungsmotor als Gegner auserkoren uns, sondern wir sind der Auffassung, dass wir den Verbrennungsmotor als deutsche Schlüsseltechnologie erhalten müssen. Und wenn Sie sich das Pariser Klimaabkommen anschauen, da steht ja auch 17 Mal drin Technologie und nicht ein einziges Mal Verbot. Wir glauben, dass man mit zukünftiger Technologie gerade auf diesem Gebiet eben diese deutsche Schlüsseltechnologie erhalten kann. Und uns ist es auch schon aufgegangen bei dem Thema Dieselverbote. Wir haben damals in der Debatte vorgeschlagen, dass man eben auch synthetisches Benzin hier mit einsetzen kann. Synthetisches Benzin, das es in Holland schon gibt an der Tankstelle. Das haben Sie damals nicht gesehen. Wir haben übrigens bei der Debatte um ELISA, um die LKWs, die mit Strom fahren auf der Autobahn Richtung Darmstadt, auch vorgetragen, dass wir ergebnisoffen und vor allem technologieoffen forschen wollen und dass wir uns nicht voreilig auf die Elektromobilität beschränken wollen, sondern dass wir beim Verbrennungsmotor und bei Kraftstoffen weiter forschen müssen. Und das ist jetzt wohl auch der Koalition, insbesondere den Grünen, aufgefallen. Etwas spät, muss man sagen, aber immerhin bei der Diskussion um CO2-neutrales Fliegen. Denn Ihnen ist aufgegangen, dass ein Flugzeug, das 60-mal so schwer ist, weil es nämlich eine Batterie an Bord hat, so schnell nicht abheben wird. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass Ihnen das an dieser Stelle aufgegangen ist, weil ja Ihre Wähler am meisten fliegen und deswegen natürlich auch ein Bedürfnis da ist, das irgendwann zumindest vom Treibstoff her auch CO2 zu gestalten. Wir sind der Auffassung, dass wir mit Denkverboten gerade auf dem Technologie- und Verkehrssektor nicht weiterkommen, dass wir in alle Richtungen weiter forschen müssen. Wir haben uns da deswegen auch für ELISA ausgesprochen, wobei man heute sagen muss, interessanterweise fährt ja nur ein LKW, da sind wir schon ein bisschen enttäuscht. Und ich wiederhole noch einmal unsere Aufforderung, auch in andere Richtungen zu forschen und diese Forschung zu unterstützen. Wenn Sie jetzt den Einstieg gefunden haben mit Kerosin, mit CO2-neutralem Kerosin, soll uns das recht sein. Aber stellen Sie es bitte breiter auf, sonst werden wir irgendwann als Verkehrsdrehscheibe, als Land Hessen hier ins Hintertreffen geraten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Naas. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Schenk.
Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne! Ich hätte mir hier natürlich gerne von Herrn Boddenberg auch noch ein paar technische Ausführungen gewünscht. Aber vom Blinden kann man ja nicht erwarten, dass er über die Farbe spricht. Liebe CDU-Fraktion, bei allem Wohlwollen, welches wir als AfD für die Entwicklung neuer Technologien hegen, Ihr Antrag dient wohl der Vertuschung einer gescheiterten Energiewende. Auf die Einzelheiten komme ich da noch. Technologischer Vorreiter sein zu wollen, ist gerade bei dieser Kohlenwasserstoff-Elektrolyse-Wasserstoffverfahren unter Verwendung von erneuerbarem Strom scheitert schon deshalb, weil diese Grundlagen zu diesem Pyrolyseverfahren seit Jahren auch mit Mitteln des Bundes erforscht sind. Aktuell gibt es zur Weiterentwicklung allein in Deutschland Projektgruppen hierzu in Karlsruhe, Freiburg, Wuppertal, Bremen, Chemnitz, Essen, Stuttgart und in Stade. Nicht nur bei uns, sondern auch in der Schweiz, Spanien, Finnland, Norwegen und China und weiteren Staaten wird intensiv zu diesen Verfahren geforscht. Sich dann als Vorreiter dieser Technologie aufschwingen zu wollen, wie in Ihrem Antrag zu lesen, zeigt, wie weit dieser an der Wirklichkeit vorbeigeht. Und dabei ist die Herstellung synthetischer Kraftstoffe, insbesondere aus Biomasse und Kohle, ein uralter Hut. Synthetische flüssige Kraftstoffe wurden in Deutschland erstmals schon vor 100 Jahren hergestellt. Wegen Erdölembargo und Kautschukembargo ergab sich die Notwendigkeit zur Herstellung dieser synthetischen Produkte. Not machte auch in diesem Fall außerordentlich erfinderisch. Nach der Fischer-Tropsch-Synthese Verfahren wurden in sogenannten Hydrierwerken schon 1925 Kohle verflüssigt. Und dazu gab es dann auch 1931 für diese chemischen Hochdruckverfahren den Nobelpreis. Ja, da komme ich dann schon noch an. Ein Erdölembargo gegen Südafrika führte auch dort zur Kohleverflüssigung durch die sogenannte South Africa Petrol Gesellschaft. Ob aus Biomasse, Kohle oder dem CO2 aus Luft und Wasser. Für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe werden Kohlenstoff, Wasserstoff und die jeweilige Sorte spezieller Katalysatoren für den Umwandlungsprozess benötigt. Biomasse als Rohstoff scheidet meines Erachtens oder unseres Erachtens allein aufgrund der erforderlichen Massen insgesamt schon aus. Heute wird der größte Teil der Maismonokulturen zur Biogaserzeugung verwendet. Wir sprechen hier von über 3 Millionen Hektar alleine nur in Deutschland. Der Kern Ihres Antrags scheint aus blanker Not geboren, im Hinblick auf die aus dem Ruder laufende Energiewende zu sein. Mit dem Ergebnis der jetzt höchsten Strompreise hier in Europa und Ende noch nicht absehbar. Die Politik hat sich von Lobbygruppen gesteuert und unterstützt, von den Öko-Radikalinskis beim EEG für die teuerste Lösung, nämlich die planwirtschaftliche Energiepolitik, entschieden, mit Dauersubventionierung der Erneuerbaren. Der Stromkunde zahlt, und Deutschland wird schleichend deindustrialisiert. Der aus Flatterstrom aus Wind und Sonne lässt sich erkennbar nicht dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Dies war jedem Fachkundigen von vornherein klar. Sie benötigen händeringend eine Lösung. Speicher mit der notwendigen benötigten Kapazität sind auf absehbare Zeit nicht ansatzweise vorhanden und auch nicht am Horizont zu erkennen. Kraftwerke werden abgeschaltet, Elektroautos ohne vorhandene Infrastruktur angepriesen, vorhandene bewährte Konzepte ohne Sinn und Verstand einfach geschleift. Die Frage lautet, wohin mit dem zeitweilig überschießenden Strom aus Wind und Sonne? Das Verschenken oder gar mit Subventionen versehen ins benachbarte Ausland verschieben, seit Jahren gang und gäbe, scheint selbst Ihnen kein gangbarer Weg mehr zu sein.
deshalb kommen Sie mit den abenteuerlichen Ideen um die Ecke, die alle nicht wirklich neu sind und eines gemeinsam haben. Sie sind extrem unwirtschaftlich und teuer. Synthetisches Kerosin natürlich eingeschlossen. Herr Kollege, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Ja, danke schön. So ist es. Aus dieser Sackgasse kommen Sie nicht mit einem Weiter-so. Da hilft nur eine Kehrtwende. Wie hier aufgezeigt, ist Ihr Ansinnen für Überschussstrom aus Erneuerbaren eine irgendwie sinnvolle Verwendung zu finden, das Ergebnis Ihrer gescheiterten Energiepolitik. Dennoch, wir verschließen uns natürlich nicht, wenn Forscher und Ingenieure in Hessen die Chance bekommen, Technologien für die Zukunft zu entwickeln, die möglicherweise für Deutschland die Perspektive. Herr Kollege, ich muss Sie jetzt noch einmal und zum letzten Mal auf die Redezeit hinweisen. Von den Energieimporten zu reduzieren. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege Schenk. Nächster Redner ist der Abgeordnete Gernot Grumbach für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kurze Vorbemerkung. Ich weiß nicht, wer die Rede geschrieben hat, aber es würde helfen, vorher zu lesen. Weil der spannende Punkt ist ja, alleine das EEG ist strukturell darauf ausgerichtet, dass die Subventionen nach einem Anstieg mit Auslaufen des EEG schrittweise Jahr für Jahr abnehmen. Das ist nämlich Konstruktion mit sich reduzierenden Subventionsteilnehmern, mit politischen Entscheidungen, sie runterzunehmen. Das ist exakt das Gegenteil einer Dauersubvention. Es würde wirklich helfen, sich zu informieren. Herr Boddenberg, ich habe mich natürlich ein bisschen gefreut, dass sozusagen auch Sie, Ihre Partei, gemerkt hat, dass das mit dem Fliegen so einfach nicht mehr weitergeht. Ich hätte mich gefreut, wenn wir das vor zwei Jahren schon mal an anderer Stelle hätten anders entscheiden können, weil die Zeit, die wir verlieren mit dem Fliegen, wird ja auch dadurch immer größer, indem man z.B. so Sachen wie Ryanair in Frankfurt zulässt, wo sozusagen, ja natürlich, wer Billigflieger zulässt, darf es nicht wundern, wenn die Probleme immer größer werden. So. Dritter, es gehört zusammen. Sie können nicht einfach eine Frage rauslösen und dann gucken. So, dritter Punkt, auch nur freundlicher Hinweis, weil er ist rein technisch. Klimaneutrales Fliegen gibt es derzeit keine Idee dafür, weil selbst Wasserdampf Klimaauswirkungen hat. Aber das ist jetzt sozusagen nur zur Vollständigkeit der Debatte. Ich glaube, dass wir an der Stelle noch ein bisschen grundsätzlicher dran müssen. Erste Frage ist, brauchen wir, Sie haben so begeistert die logistischen Ketten weltweit beschrieben, die spannende Frage ist in der Tat, brauchen wir das? Brauchen wir die Vergeudung von Zeit, von Arbeitskraft, von Weg und sonst was, um die Flugananas, um mal das berühmte Beispiel, simple Beispiel zu bringen, zu einer bestimmten Zeit nach Deutschland zu bringen, oder könnten wir das anders machen? Brauchen wir die Form von Just-in-Time, die unsere Straßen in einer Weise belastet, und die auch die Flieger in einer Weise belastet, oder können wir mit sozusagen auch der Verlagerung auf andere Transportvarianten möglicherweise auch die Frage, was wir in der Frage lokaler Produktion hinkriegen, können wir da nicht ein paar Alternativen machen? Auch die Frage muss mitdiskutiert werden. Der zweite Punkt, und das noch einmal an die Kollegen an der AfD, Sie reden über Techniken, in der Kerosin ersetzt wird durch einen anderen kohlenstoffhaltigen Stoff. Darum kann es, da sind wir uns im Zweifel eigentlich gar nicht gehen. Sondern ich habe die CDU so verstanden, dass sie über die Frage von Wasserstoffvarianten oder Ähnlichen jedenfalls der Vermeidung von Kohlenstoff geredet hat. Was ich mir für eine Übergangszeit beim Fliegen durchaus vorstellen kann, ich will nur davor warnen, weil es gibt ja eine Reihe von Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle derzeit dadurch retten, dass sie glauben, dass sie das auch fürs Auto machen können, indem sie einfach irgendwelche andere Treibstoffe benutzen. Das ist eine Sackgasse, die dauerhaft einfach energiepolitisch und auch wirtschaftspolitisch nicht aufgehen wird. Beim Fliegen wird es wegen der Alternativlosigkeit möglicherweise für eine Übergangszeit nicht anders sein. Ich will nur daran erinnern, das erste solargetriebene Flugzeug ist 1979 gestartet. Zugegeben, es war eine Ein-Personen-Maschine. Aber ich will es nur beschreiben, weil diese Art von Technik nicht weiterentwickelt worden ist,
weil es Investitionsentscheidungen gegeben hat, die diese Weiterentwicklung blockiert haben. Es ist eine reine Liebhaberentwicklung geblieben. Sie geht technisch, theoretisch bis zu einem Mittelbereich. Und die Frage ist sozusagen, wenn wir in Hessen zum Beispiel in der TU Darmstadt einen Solarschwerpunkt haben, ob wir nicht sozusagen nicht nur einen Weg verfolgen, sondern ob wir, wenn wir schon über technische Fortschritt reden, mal darüber reden, ob wir den technischen Fortschritt ein bisschen beschleunigen können. Weil das, was Sie beschreiben, glaube ich, ist bestenfalls eine Übergangslösung. Und auch da, und da ist mir das Belächeln der Vergangenheit dann einfach zu einfach. Was brauchen wir fürs Fliegen? Wir brauchen Auftrieb, wir brauchen Antrieb, wir haben eine bestimmte Flugzeit und wir brauchen Manövrierfähigkeit. Und die spannende Frage ist, auch das ist ja in der technischen Debatte der Bundesrepublik nach der Wende in der Reihe diskutiert worden, ist ein Punkt, wo die Frage, ob das Standardflugzeug für bestimmte Strecken überhaupt die sinnvolle Alternative ist. Der Versuch, sozusagen luftschiffähnliche Konstrukte zu nutzen, wo der Auftrieb über Edelgas gewährleistet wird und der sozusagen mit einem relativ begrenzten Antrieb durch die Luft geht, ist auch eine Technik, über die man debattieren kann, die eine völlig andere Auswirkung hat. Ich beschreibe nur, dass dieser einzelne Weg, wir nehmen jetzt mal ein Element und lösen es daraus. Der Versuch ist, einen technisch komplexen Vorgang wirklich auf zu einfache Antworten zu lösen. Ja, wir sollten das tun, aber nein, es sollte nicht das Einzige bleiben. Wir haben in Hessen ziemlich gute Ingenieure, und ich glaube, denen fällt noch ein bisschen mehr ein. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Kollege Frank Kaufmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, wir haben Mittagszeit. Bei dem einen oder anderen mag die Unterzuckerung schon eine gewisse Rolle spielen. Einige meiner Vorredner habe ich nämlich überhaupt nicht verstanden. Und der letzte, den habe ich zwar verstanden, aber, verehrter Kollege Grumbach, man kann jedes Thema beliebig weit ausdehnen. Nur dann wird man viel Interessantes miteinander austauschen können, aber man wird im Zweifelsfall nicht einer Lösung näher kommen. Und genau hier und dem, was in der Koalitionsvereinbarung steht, da geht es ja auf uns auf dem Weg zu einer Lösung tatsächlich voranzubewegen. Meine Damen und Herren, dass Flugverkehr für unser Land Hessen durch den Standort Frankfurt eine besondere Bedeutung hat, in ökonomischer Hinsicht ist hinreichend oft besungen worden und ist, denke ich, auch weitgehend unstrittig. Und gleichermaßen unstrittig ist bei allen auch, dass Flugverkehr auch eine heftige Bedeutung hat im Hinblick auf seine von ihm ausgehende Umweltbelastung, Stichwort Schadstoffe und Lärm, aber auch, was die Klimabelastung angeht, vor allem das CO2. Und deshalb muss man schauen, wie geht man damit um, und das tut die Politik. Ich will jetzt hier sozusagen kurz vor dem Mittagessen nur wenige Anmerkungen dazu machen. Eine Forderung, die auch wir als Grüne gerne vertreten, ist die Forderung, fliegt alle weniger. Meine Damen und Herren, wirksame Lösungen müssen an der Wirklichkeit ansetzen, und die Forderung, fliegt alle weniger, kann man global betrachten, findet nicht so die erwünschte Resonanz, wie wir uns das vorstellen. Der weltweite Flugverkehr nimmt jährlich zu, und deswegen wird man sagen können, diesen Weg weiter zu propagieren, aber nicht daran zu glauben, dass er die endgültige Lösung ist, wird man wohl sehen müssen. Zweiter Stichwort. Das hat der Kollege Boddenberg eingangs ja auch erwähnt. Als weitere Maßnahme, Kurzstrecken gehören auf die Bahn. Das ist sehr richtig. Nur auch da betrachten wir die Wirklichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Strecke von Bordeaux nach Paris fahren Sie in 2 Stunden und 5 Minuten mit dem Zug. Die Strecke von Frankfurt nach Berlin, ungefähr gleich weit, fahren Sie in 4 Stunden 25 mit dem Zug. Da liegt der Unterschied. Und da liegt es auch daran, warum wir an dieser Stelle nicht weiterkommen. Deswegen sollte man die DBAG nicht immer nur loben und den Zugverkehr, sondern auch mal deutlich kritisieren. Da nämlich wäre, zwischen Bordeaux und Paris wird nicht mehr geflogen, weil das lohnt sich einfach nicht. Selbst in Berlin und Frankfurt, wie wir wissen, durchaus noch ziemlich heftig. Meine Damen und Herren, Fliegen klimafreundlicher zu machen, weil man noch unabsehbar lange damit wird leben müssen oder auch wollen, das ist, denke ich, dann die nächste Aufgabe. Da ist schon kurz erwähnt worden, das Stichwort Biotreibstoff kann sich erledigen durch schlicht und einfach die Betrachtung, was würde man für Flächen brauchen, um entsprechende Mengen zu produzieren. Und damit ist das Thema erledigt. Sind wir also bei dem, was uns jetzt hier befasst, nämlich dem synthetischen Treibstoff, und zwar hergestellt aus erneuerbaren Energien und aus Wasser und Luft.
Und Power to Liquid ist eine Variante. Mittlerweile gibt es auch noch eine sozusagen neuere Variante, die letztendlich einen noch älteren Kern hat, nämlich Sun to Liquid. Das heißt, die direkte Herstellung von der Sonne in den Wasserstoff hinein und nicht erst über die Elektrolyse zu gehen. Übrigens ein Modell, was seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, als Öfen sozusagen in der Wüste und sonst wo benutzt werden, nämlich die Sonnenöfen, die berühmten, mit denen man sehr hohe Temperaturen erzeugen kann, die genau für den Vorgang notwendig sind. Was stellen wir fest? Es gibt ganz viele offene Fragen, die sind ja auch vom Kollegen Grumbach benannt worden. Und es gibt sozusagen in Technik und Wissenschaft viele Ansätze. Worauf es ankommt und worauf es nach meiner Einschätzung hierum nachgeht, was wir in der Koalitionsvereinbarung ja auch stehen haben, jetzt die Akteure, die ein Interesse daran haben, und das haben wir die Woche bei der Lufthansa beim Parlamentarischen Abend ja auch direkt gehört, die Akteure zusammenzubringen und zielgerichtet sozusagen zu organisieren. Und wer ist besser geeignet als wir in Hessen? Schließlich sind wir der Standort sozusagen mit dem größten Verbraucher. Ob Sie den jetzt Lufthansa nennen wollen oder Fraport, ist ganz egal. Hier ist das sozusagen der Schwerpunkt Luft von Luftverkehr. Hier sind alle Akteure, die Interesse daran haben, dass was umgesetzt wird. Und insoweit sind wir, denke ich, auch der richtige Standort. Das befindet sich ja auch im Aufbau, was in der Koalitionsvereinbarung festgelegt ist, in Regie der Hessenagentur. Wir sind dabei, auch entsprechende Mittel seitens des Landes aus der Fraport-Dividende zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist es gut und richtig, es erstens mal hier deutlich zu machen, dass da was vorangeht und dass wir uns weiter gemeinsam bemühen. Dann denke ich, die ersten Schritte sind gemacht, die Perspektiven sind aufgezeigt. Wir sagen nur Glück auf. Danke schön. Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Für die Fraktion Die Linke spricht deren Vorsitzende, Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Flugverkehr ist das klimaschädlichste Verkehrsmittel. Das ergibt sich aus den zurückgelegten Entfernungen, aber auch aus der reinen Physik. Gegen die Schwerkraft zu wirken, erfordert eben mehr Energie als die Fortbewegung auf dem Boden. Stellt sich also die Frage, woher soll die Energie kommen? Und nun können Flugzeuge eben schlecht an der Oberleitung fliegen, und tonnenschwere Lithium-Ionen-Akkus sind auch wenig sinnvoll. Von daher klingt ja die Idee, CO2-neutrale Treibstoffe zu verwenden, erst einmal verlockend, eigentlich. Aber tatsächlich, und das diskutieren wir hier, stellen sich beim Biokerosin ja auch neue Probleme. Die bisherigen Herstellungskapazitäten sind sehr begrenzt. Es wurde schon darauf hingewiesen, würde man den kompletten Flugverkehr auf Biotreibstoffe umstellen, bräuchte man bei herkömmlichen Energiepflanzen eine Anbaufläche von der Größe der Schweiz, wird geschätzt. Die Konkurrenz mit den Nahrungsmitteln und die Gefahr, dass Wälder für Anbauflächen gerodet werden, sehen wir ja gerade bei den Waldbränden, steht im Raum und sind schwer zu lösen. Und auch die Biokraftstoffe sind ja in der Regel nicht CO2-neutral. Bleiben, und das ist die Frage, die, also weil ja teilweise 90% gegenüber dem herkömmlichen Kerosin dann eben auch der Treibhausgasfußabdruck ist. Bleiben die synthetischen Treibstoffe, über die wir auch diskutieren. Und natürlich gibt es da ein gewisses Potenzial, CO2 einzusparen. Es ist geredet worden über Power to Liquid. Man kann über die Frage diskutieren, wie man Treibstoffe aus überschüssigem Windstrom herstellen kann. Das sind alles sicher wichtige Konzepte, die auch erforscht und gefördert werden sollen. Ich sage aber an der Stelle auch, dann wäre es auch notwendig, und unabhängig davon notwendig, das Kerosin endlich einmal in Deutschland auch zu besteuern. Weil dass der Kerosin nicht besteuert wird, ist natürlich eine dauerhafte Subventionierung des Luftverkehrs auf Kosten der Allgemeinheit. Und ganz nebenbei betrachtet ist der Anreiz, alternative Treibstoffe herzustellen, natürlich auch nicht besonders groß, solange auf Kerosin keine Steuer erhoben wird, meine Damen und Herren. Und natürlich, darauf wurde auch hingewiesen bereits, klimaneutrales Fliegen wird es so schnell erst einmal nicht geben. Und das, wir haben hier in Hessen in den letzten Jahren einen Flughafen immer weiter ausgebaut. Billigflieger wurden nach Frankfurt geholt. Und da muss man natürlich schon deutlich sagen, Biokraftstoff ändert nichts an Fluglärm. Und die geringe Beimischung von Biokraftstoffen ändert nichts an der Ultrafeinstaubbelastung, dem Schadstoffausstoß. Und man muss sagen, wir reden hier über eine relativ ferne Zukunft. In den nächsten Jahren wird es gar keine Möglichkeit geben, dass alternative Treibstoffe in nennenswertem Ausmaß zur Verfügung stehen. Und deswegen
ist es schon so ein bisschen so, dass ähnlich wie bei den Elektroautos die Bioflugzeuge, nenne ich sie mal, ein Stück weit auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver und eine Beruhigungspille sind, weil die Illusion, es so ein bisschen die Illusion schürt, wir könnten den Klimawandel aufhalten, ohne ernsthaft und grundlegend etwas an unserer Wirtschaftsweise ändern zu müssen. Und das ist eben weniger Verkehrswende als vielmehr ein Weiter-so. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir heute über diese Frage auch deshalb diskutieren, weil Schwarz-Grün ein bisschen davon ablenken möchte, von der Belastung durch Ultrafeinstäube durch den Flughafen. Weil gerade jetzt aktuell hat ja das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie bestätigt, dass es der Flugverkehr ist, der je nach Windrichtung einen Giftcocktail über die Anrainergemeinden treibt und zwang damit die Landesregierung ja zu einem etwas kleinlauten Eingeständnis, wo Sie ja vor einem Jahr noch versucht haben, die Ultrafeinstaubbelastung durch den Flughafen kleinzureden. Und dabei kommt diese Erkenntnis ja nicht besonders überraschend, dass der Flugverkehr und der Flughäfen eine große Quelle für Ultrafeinstäube sind. Das ist ja bereits in Studien am Amsterdamer Flughafen und am Flughafen Köln-Düsseldorf letztes Jahr bestätigt worden. Und viele die Wissenschaftler sind sich auch darüber einig, dass Ultrafeinstaub noch einmal viel gefährlicher ist als der grobkörnigere Feinstaub, weil er direkt über die Lunge ins Blut gelangen kann. Und jetzt setzen Sie auf die Absenkung des Schwefelgrenzwertes für Kerosin, obwohl Sie wissen, dass der in der Praxis schon lange überschritten ist. Insofern will ich abschließend zu der Debatte sagen, dass Biokraftstoffe haben viele Fallstricke. Ja, sie können auch Teil eines Zukunftsprojektes sein, weil natürlich hat Herr Kollege Krumbach recht, dass es zum Fliegen bei einigen Distanzen natürlich keine wirkliche Alternative gibt. Aber die Frage ist, was tut die Landesregierung jetzt, um die Menschen zu entlasten von Fluglärm, von Feinstaub, von Schadstoffen, um jetzt die Treibhausgasemissionen zu senken, damit Hessen seine Klimaziele noch erreichen kann. Daran messen wir sie. Alternative Antriebe zu erforschen, ist sicher richtig. Aber die Forderungen für jetzt, hier und heute, letzter Satz, Herr Präsident, sind natürlich, die Kurzstreckenflüge weiter auf die Züge zu verlagern, nicht nur vor allem auch solche Flüge wie Frankfurt-Stuttgart, was es ja auch immer noch gibt. Schluss mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens und der Billigfliegerstrategie, ein echtes nachtstündiges Nachtflugverbot, eine Deckelung der Flugbewegungen und, wie ich bereits darauf hinwies, eine Besteuerung von Kerosin. Das wäre dringend notwendig, damit diese klimaschädliche Subventionierung von Luftverkehr ein Ende hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe das schon mitgekriegt. Wir sind kurz vor der Mittagspause. Und deshalb will ich da einige Bemerkungen dazu machen. Meine Damen und Herren, diese Regierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen haben eine Grundmelodie, die unsere gesamte Arbeit prägt. Wir möchten Ökonomie und Ökologie nicht als Gegensatz begreifen, sondern als gegenseitige Bedingung für ein zukunfts- und erfolgreiches Leben in unserem Land. Und genau darum geht es hier. Frau Wissler hat das erzählt, was sie immer erzählt. Und ich sage nur den Satz dazu aus Zeitgründen. Wenn wir heute über Power to Liquid sprechen, ist das ein wichtiger Punkt. Aber alles andere, was wir machen zur Lärmreduzierung, zur Ausflottung und Ähnliches mehr, nur damit es nicht vergessen wird, das werden wir genauso engagiert weiter betreiben wie bisher. Und der Kollege Al-Wazir hat Ihnen oft genug in diesem Hause vorgetragen, was wir tun. Und deshalb gestatte ich mir nur daran zu erinnern, Power to Liquid ist ein Stück Zukunft, aber das ersetzt nicht das, was wir tagtäglich tun, meine Damen und Herren. Es bleibt so. Und wenn Sie in unseren Koalitionsvertrag einmal hineinschauen, werden Sie feststellen, wir haben den Anspruch, Zukunft zu gestalten. Der eine erzählt, dass sowieso alles Unfug ist. Die andere erzählt, dass wir das gerne einmal diskutieren können, kommt mit uralten Forderungen. Das führt uns nicht weiter. Wir müssen doch zwei Dinge zusammenbringen. Wir müssen auf der einen Seite dem Klimaschutz Rechnung tragen, und wir wollen auf der anderen Seite in unserem Land auch in Zukunft möglichst gut leben. Das heißt, Wohlstand erhalten und Klimaschutz ausbauen. Das muss man zusammendenken, und genau darum geht es. Und ein Schlüssel, und der Kollege Kaufmann hat das sehr schön gesagt, ein Schlüssel für das Ganze ist Innovation. Und Innovation finden Sie in unserem Koalitionsvertrag. Da haben wir vor einem Jahr bereits hineingeschrieben,
Wir möchten schaffen ein Kompetenzzentrum für Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr und die Förderung einer Pilotanlage zur Erzeugung von synthetischem Power-to-Liquid-Kraftstoff. Das war in gewisser Weise weit vor der Zeit. Aber es ist die richtige Richtung. Und die CDU-Fraktion hat uns doch heute die Chance gegeben, damit wir mal rauskommen aus der Diskussion. Die einen sind für verbieten, die anderen erklären, es nutzt sowieso nichts. Das ist doch keine Antwort, sondern die Antwort muss sein, es muss möglich sein, den Luftverkehr, der eine besondere Belastung darstellt, unbestreitbar, auch und gerade beim CO2-Ausstoß, so zu gestalten, dass wir auch in Zukunft Luftverkehre haben können, aber mit weniger schädlichem Ausstoß. Darum muss es doch gehen und nicht um Verbote, meine Damen und Herren. Und deshalb, und genau deshalb, ist es richtig, dass wir heute darüber sprechen. Der Frankfurter Flughafen ist das Herzstück unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Man kann es nicht oft genug sagen. 81.000 Menschen haben dort Arbeit, gute Arbeit. Und wir möchten, dass sie diese Arbeit behalten. Und wir werden auch in Zukunft ein Luftverkehrskreuz bleiben. Ich erinnere nur einmal daran, kommt so gut wie nie in der Diskussion. Allein die Bedeutung Frankfurts für die Luftfracht ist für ein Exportland wie Hessen unverzichtbar. Wenn Sie allen Ernstes diese Dinge ausklammern, dann müssen Sie den Menschen auch sagen, wir wollen in Hessen rückwärts gehen in unserer wirtschaftlichen Kraft. Das kann nicht vernünftig sein. Wir wollen nicht rückwärts gehen, wir wollen nach vorne schreiten, meine Damen und Herren. Und wenn wir nach vorne schreiten wollen, dann wollen wir es so intelligent machen, dass Ökologie und Ökonomie zusammengeführt wird. Und ich räume ja ein, manche Idee ist nicht wirklich neu, aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Power to Liquid bedeutet doch nichts anderes, als aus der Atmosphäre CO2 herauszunehmen, dann mit Wasserstoff ein synthetisches Rohöl daraus zu machen. Das wäre der Kraftstoff. Und der Gedanke ist, das, was man nachher bei der Verbrennung, bei dem Flugzeug hinten rausbekommt, ist identisch mit dem, was man vorher aus der Atmosphäre herausgeholt hat. Das nennt sich dann klimaneutrales Fliegen. Genau darum muss es gehen. Und nun geht es nicht darum, eine neue Technik zu entwickeln. Das eigentlich Entscheidende ist etwas völlig anderes. Es geht darum, dieses marktfähig zu machen. Darum muss es gehen. Und diese Marktfähigkeit und der entscheidende Schritt ist einer, den wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Wir haben zum ersten Mal auf dem Luftfahrttag, der vor wenigen Tagen in Leipzig war, eine Interessenidentität aller Beteiligter. Die deutsche Luftfahrtindustrie, sämtliche Hersteller, sämtliche Airlines haben sich bekannt zu dem Ziel CO2-freies Fliegen oder neutrales Fliegen. Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt. Und jetzt wären wir doch töricht, wenn wir nicht als Hessen mit dem größten Standort des Fliegens in Deutschland uns nicht an die Spitze bewegen und sagen, Freunde, ihr habt beschlossen, es soll eine Roadmap geben, eine Roadmap, in der die ganz verschiedenen unterschiedlichen Aktivitäten, die es in Deutschland gibt, gebündelt werden, indem wir darüber reden, wie wir Technologie nach vorne bringen, indem wir darüber reden, wie wir Forschung bündeln, indem wir darüber reden, wie wir das auch finanziell darstellen können. Dann ist es nach meiner Überzeugung für uns eine große Chance, wenn wir diese Roadmap hier nach Hessen bekommen. Das ist der Grund, warum der Kollege Al-Wazir und ich schon vor diesem Luftfahrtgipfel gegenüber der Bundesregierung auf allen Wegen, unter anderem auch schriftlich, deutlich gemacht haben, wir glauben, dass wir hier der richtige Standort sind, als Zentrum der Luftfahrt, als ein ausgewiesenes Zentrum der Technologie und der Forschung. Und wir tun etwas dafür. Herr Kollege Kaufmann hat es eben gesagt, wir bereiten das vor. Unter unserer Flagge bei Hessen Trade and Invest im House of Mobility and Logistics können wir morgen anfangen. Was wir brauchen, ist die Unterstützung der Regierung, der Bundesregierung. Ich habe am Dienstagabend, waren hier einige dabei, gehört, die Lufthansa will uns auch unterstützen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir können ja über vieles streiten. Aber wenn wir einen technologischen Weg angehen, der beides verbindet, weniger Schadstoffausstoß und Erhalt eines wichtigen und für uns in Hessen besonders wichtigen Wirtschaftszweigs, dann wären wir töricht, wenn wir diese Chance nicht ergreifen. Deshalb bin ich dankbar, dass die CDU-Fraktion diesen Antrag zur Aktuellen Stunde gemacht hat. Ich fordere Sie alle auf,
Unterstützen Sie uns in diesem Bemühen. Unterstützen Sie uns in dem Teil der Bundesregierung, den Sie vertreten. Unterstützen Sie uns auch durch kritische Beiträge. Aber lassen Sie uns nicht aufhalten in uralten Debatten, wo die einen die Verbote fordern und der andere mir erklärt, es sei technologisch alles Unsinn. Wir haben keine Zeit mehr. Wir wollen nach vorne. Wir wollen gestalten, Ökonomie und Ökologie gemeinsam für eine gute Zukunft in Hessen. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Und ich stelle fest, dass wir die sehr liberale Handhabung der Zeit, Herr Ministerpräsident, aber das ist schon. Also, wir haben das hier gemeinschaftlich so beschlossen, und dann machen wir das auch so. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Und ich stelle fest, dass wir damit auch diese Aktuelle Stunde abgehalten haben.